Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Mini Prophetic 3. Ich nehme diese Folge gleich im Anschluss auf. Ich brauche noch ein Thumbnail. Das von dem Feld da unten. Auf jeden Fall gibt es heute wieder eine Themenfolge. Und zwar soll es heute um Folgendes gehen, und zwar Jogginghosen in Schule. Und zwar fällt das extrem auf, und zwar bei uns, dass ziemlich viele Leute Jogginghosen einfach tragen. Ich meine, die können sich nicht mal vernünftig anziehen, die kriegen einfach Jogginghosen, was soll das denn? Wenn zum Beispiel warm ist, ne, 30 Grad, und man hat Sport gehabt und hat dann eine kurze Hose an. Und dann zieht man im Unterricht so eine kurze Hose halt an, weil es so warm ist. Dann kann ich es ja verstehen, aber warum zieht man zum Beispiel auch im Winter oder so oder im Sommer, was weiß ich, eine Jogginghose an? Also man kann sich doch mal ein bisschen schöner ankleiden halt mit einer Jogginghose, das ist da irgendwie. Keine Ahnung, als wäre ich gerade auf dem Bett gekrochen, ne? Das ist. Ach, keine Ahnung, ey. Das ist so scheiße, dass irgendwie. Ich hasse das richtig, wenn Leute Jogginghosen tragen müssen. Das ist irgendwie richtig respektlos. Weil die Lehrer kommen nicht in Jogginghosen in die Schule. Davor müssen die Schüler machen. Dann natürlich nicht alle Schüler. Aber so ein paar Leute, die mal ein bisschen. Ja, keine Ahnung, immer so ein paar. So aufmüpfig so oder so sind. Ein bisschen zickig so, ne? Die Leute sehen was so drauf. Also die Jogginghosen, die einfach keinen Bock haben. Keine Ahnung. Aber warum können die einfach eine Jeans anziehen, ja? Weil ich muss sagen, ich sehe jeden Tag eine Jeans an. Keine Jogginghose. Keine Ahnung, ey, ich verstehe es echt nicht. Warum müssen Leute Jogginghosen tragen in den Schulen? Ich verstehe es nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr respektlos, wenn Leute Jogginghosen tragen. Das macht keinen Sinn für mich. Natürlich ist es bequem und so, ne? Und trotzdem, es ist total respektlos. Weil es mag, glaube ich, niemand. Niemand trägt so wenig Jogginghosen. Nur so ein paar Leute, die halt irgendwie zickig sind und einen Bock haben, die was, also die Leute ziehen Jogginghosen. Aber warum kann man nicht einen Vormittag mal eine Jeanshose anziehen? Ich verstehe es nicht. Ich glaube es nicht, ey. Es ist. Ach, keine Ahnung. Was soll ich was oben machen? Keine Ahnung. Ich könnte da oben Folgendes machen: Das hier mit Erde auffüllen. Das muss ja auch noch sein. Die Kiste auch mal weg hier und die Slaps. Oh, Glück gehabt. War ich halt perfekt. Auf jeden Fall, ja. Wie findet ihr das so, wenn Leute Jogginghosen tragen? Ich finde auf jeden Fall ziemlich blöd. Und ach, man kann doch sich einmal irgendwie schön anziehen. Ja. Einmal Jeans tragen. Aber dann direkt müssen die ganzen Leute einfach Jogginghosen anziehen. Ich meine, was ist das für ein Benehmen? Warum müssen die Leute sich Jogginghosen anziehen in der Schule? Ach, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ihr könnt eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht bei euch an der Schule auch Leute, die Jogginghosen tragen. Findet ihr das so halt, ne? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Und, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es wird einfach spontan eingefallen, mal wieder. Heute in der Schule, ne? Und ja, beim Flaschen anmalen. Habe ich ja letzte Folge besprochen, ne? Folge gestern. Diesen Schulprojekt. Das ist mir erst mal eingefallen, als ich die Flaschen angemalt habe. Naja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es halt blöd, wenn Leute einfach die Jogginghose anziehen müssen. Ich finde es nicht schön. Das muss man sagen. Naja. Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Da gibt es echt nicht so viel zu sagen. Das sind immer so bei spontanen Themen. Vielleicht mache ich einfach schon wieder Schluss. Ich merke mir meine Nase wieder zu. Wenn ich meine Stimme wieder Tadeus an. Auch nicht so schön. Und ja. Gut, ja, mal sehen, was die nächste 10 Minuten Folge gibt. Vielleicht Donnerstag, die besser geht. Und mit dann bin ich halt extrem müde und der Nase geht immer zu und dann möchte ich nicht so lange aufnehmen. Und ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, das ist schon gewesen. Dann folgen wir nochmal für Tech. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Habt ihr nicht vergessen und tschüss.